Hallo, liebe Kinder. Wir sind hier ganz allein in einem Schullandheim. Normalerweise wäret ihr heute hier. Ihr jeden Tag hier bei uns in Dralützo 100, 150 Kinder. Aber nun sind wir ohne euch. Es ist eine komische Zeit und etwas schwierig. Wir vermissen euch schon. Aber damit wir nicht ganz aus der Übung kommen und miteinander in Verbindung bleiben, schlagen wir vor, wir drehen ein paar Filme, um euch zu zeigen, was man so machen kann. Okay, der erste Film kommt jetzt. Fangen wir einfach mal an. Was muss man machen, wenn man zu Hause ist? Man muss abwaschen. Das müssen wir hier auch tun und ihr zu Hause auch. Und zwar nicht mit der Maschine, das kann man auch mit der Hand machen. Hat man früher übrigens immer gemacht. Also legen wir mal los. Unser Abwasch heute. Liebe Leute, zum Abwasch braucht man Wasser. Zum Abwasch braucht man Lappen. Zum Abwasch braucht man ein bisschen Filt. Achso, ich hätte es nicht sagen sollen, ne? Ein bisschen Abwaschmittel. Und dann kommt das alles zusammen in das Wasser. Zu Hause habt ihr natürlich alles etwas kleiner. Der grobe Dreck muss natürlich weg. Seht ihr? Ganz schön schmutzig, oder? Das kommt alles zusammen ins Wasser. Und zwar warmes Wasser nehmen oder ein bisschen heißes, aber verbrüht euch nicht. Warmes Wasser nehmen, ein bisschen Filt ist schon drin. Und dann mit der Hand auch ein bisschen Kraft ausüben. Von alleine geht das meiste auf der Welt nicht. Von allen Seiten und am Ende wird nochmal kurz abgespült. Und dann kann man das Ganze, was fast sauber ist, zur Seite legen. Ich lege das mal hier hin. Und so ist das mit allen anderen Sachen auch. Die Tassen, die kann man auch schön schütteln, wo man nicht genau hin ganz reinkommt. Schön mit dem Finger rein und wieder spülen. Oder in einem Waschbecken daneben mit sauberem Wasser spülen und wieder abtropfen lassen und zur Seite stellen. Und so geht das weiter. So, liebe Leute, wenn das Ganze abgewaschen ist, nicht vergessen, Wasser ablassen und die Spüle natürlich gleich ein bisschen sauber machen. Hier geht es natürlich einfach mit der großen Technik, die wir haben, aber bei euch zu Hause im kleinen Waschbecken ist das ganz genauso. Und was kommt nach dem Abwaschen? Das Abtrocknen. Dazu haben wir natürlich ein frisches Handtuch, ein Geschirrhandtuch, nehmt nicht das vom Duschen, also ein Geschirrhandtuch nehmen und los geht's. Und der letzte Löffel. Das meiste haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter. So, fast haben wir es geschafft. Nur noch kurz wegräumen und dann sind wir fertig. Oh, was ist das denn für eine Tasse? Caritas in Norden. Ja. So, das hat ganz schön gedauert, ne? Aber das ist gut. Denkt dran, wenn ihr zu Hause ein bisschen zu helfen. Eure Mütter und Väter werden euch dankbar sein, wenn ihr den Abwasch macht. Und das Beste in diesen Zeiten, man hat sich mindestens 5 Minuten die Hände gewaschen. Sauber werden die nie und nimmer heute am Tag. Also abwaschen, Hände waschen, dann wird das alles super laufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.